9 Unterschiede, die dir dein Leben retten können. Achso, sind 10. Und ein fettes Wissenspaket. Guten Morgen, ihr Lebensoptimierer. Der Angreifer ist lautlos. Nicht zu sehen. Er laut überall und ihm ist nicht zu entkommen. Der Influenza-Virus. Er zählt zu den gefährlichsten Krankheiten weltweit. Er ist unglaublich leicht zu übertragen. Eine falsche Berührung, die falsche Luft eingeatmet. Bäm, krank, tot. In Deutschland stirbt jedes Jahr einer von 8000 Menschen an der Grippe. Das bedeutet, von den Zuschauern eines Fußballspiels in einem Fußballstadion werden im selben Jahr 10 Leute von diesen Zuschauern sterben. Wow, das ist bedeutsam. Und daher schaust du dieses Video. Hochsaison für den Virus in Deutschland ist der Dezember und die großen Ausbrüche der Krankheit kommen dann Ende Dezember bzw. im Januar. Und das liegt nicht an der Kälte. Das liegt nicht in der Kälte. Endlich will ich mal diesen Mythos aufklären. Das ist mein Bedürfnis. Du weißt, ich laufe barfuß und ich schwimme auch im kalten Wasser. Meine Mama sagte früher, zieh dich warm an, sonst erkältest du dich. Die Grippe, die nicht mal eine Erkältung ist, hat rein gar nichts mit Frieren zu tun, mit warm anziehen. Null, keine Kausalität. Korrelation. Warum? Weil die Luft im Winter trockener und kühler ist, begünstigt sie die Übertragung von Viren. Aber ob du nackt draußen rumläufst und bitterlich frierst oder 5 Schichten Pullover anhast, ändert gar nichts daran, ob du krank wirst oder nicht. Das liegt daran, ob du dir ein Virus begegnet. Na? Im Gegenteil, wenn du dich abhärtest, dann stärkst du dein Immunsystem und du machst es den Angreifern schwerer. Also bitte glaub nicht so einen Unsinn. Wir leben in wunderbaren, informationsreichen Zeiten, wo man Ammenmärchen allenfalls von der Panik- und Wutindustrie vor den Latz geknallt bekommt. Aber da muss man selber Verantwortung übernehmen und eben nur Kanäle schauen, wo es echte, tatsächliche Informationen gibt. Und ja, dann sind diese Ammenmärchen dann bald auch wirklich gesellschaftliches, traditionelles Kulturgut und das war's. Also Trockenheit begünstigt die Übertragung dieser Viren. Und mal ganz wichtig zu realisieren, ganz wichtig, du hast keine Chance, den Viren zu 100% zu entkommen in einem normalen Alltag, also wenn du jetzt nicht im Glaskasten lebst. Du kannst nur das Bestmögliche machen. Und dazu gehört, dass du dein Mindset eben auch klar ausrichtest. Du sagst dir, ich tue das Beste, machst es natürlich auch. Ich tue das Beste, ich bin damit zufrieden, aber es ist keine Garantie. Also vermeide trockene Luft. Erstens, gerade wenn du die Heizung im Winter anschmeißt, dann sorgt dafür, dass die Räume mit Pflanzen, mit möglichst großen Blättern, ja, da diese Luft reinigen können. Denn nicht reinigen, anfeuchten können. Denn über die Stomata in der Oberhaut der Pflanzenblätter wird Wasser in die Luft abgegeben. Umso größer die Blätter, umso größer die Luftfeuchtigkeit. Du kannst mit einem reichen Besatz an Pflanzen die Luftfeuchtigkeit dauerhaft in einem Raum bis zu 10% anheben. Und wenn das nicht reicht, dann ja, halt Luftbefeuchter. Dazu kannst du einen sogenannten Luftreiniger oder Luftwäscher in der Wohnung aufstellen. Ich habe meinen seit 5 Jahren. Darin sind UV-Leuchten enthalten, die Viren und Bakterien abtöten. Aber Samu, Minimalismus. Minimalismus bedeutet, dass man sich auf das beschränkt, was notwendig ist. Und wenn ich nicht natürlich in der Natur lebe und mich von natürlichen Reinigungs- und Schutzmechanismen absondere, indem ich in einem Betonkasten lebe, dann empfinde ich das als notwendig. Du kannst natürlich eine ganz andere Einstellung haben. Des Weiteren, meide in dieser Zeit zu nahen Kontakt zu anderen Menschen. Viele fragen mich, warum ich denn überhaupt jeden Menschen umarme. Und außerhalb des Grundes, dass ich das mag und liebe, ist es auch ein Grund, dass ich es hasse, Menschen die Hand zu geben. Was da viren- und bakterientechnisch übertragen wird, ist ein Vielfaches von dem, was auf der Jacke oder dem Pullover drauf ist. Natürlich schön die Luft anhalten während der Begrüßung und voila! Kann man wunderbar seine Herzlichkeit fließen lassen und sich trotzdem besser schützen. Perfekt. In der Kommunikation mit Menschen sollte man aber mindestens einen 1 Meter Sicherheitsabstand einhalten. Denn auch in 1 Meter Entfernung können sogenannte Aerosole noch eingeatmet werden. Öffentliche Verkehrsmittel sind gesundheitlich gesehen der Super-GAU. Oft trockene Heizungsluft und naher Kontakt mit Menschen. Das sind die beiden großen Probleme. Das Beste ist,
jetzt mal auf dem Weg zur Arbeit vielleicht läuft oder mit dem Rad fahrt. Da tut man sich nicht nur besser schützen, sondern man tut auch aktiv etwas für die eigene Gesundheit. Wenn man das aufgrund der Entfernung nicht kann, und da spreche ich hier von einem Arbeitsweg über 20 Kilometern, einfach, dann empfehle ich aus gesundheitlicher Sicht das Auto und den Verzicht auf öffentliche Verkehrsmittel. I know. Es sterben weltweit jedes Jahr ca. 500.000 Menschen an der Grippe. Ja, das muss man sich mal vergegenwärtigen. Und an der Grippe, nicht an einer Erkältung. Eine Erkältung wird von anderen Viren ausgelöst, zum Beispiel den Rhino- oder den Adenoviren. Grippe, Erkältung, nichts miteinander zu tun. Die Grippe wird von den Influenza-Viren ausgelöst. Ach, und impfen, hilft das? Es verringert die Wahrscheinlichkeit etwas, da man nie genau weiß, welche Influenza-Viren dieses Jahr über uns herfallen und nicht gegen alle geimpft wird. Denn von den Grippeviren gibt es extrem viele und man selektiert halt für den Impfstoff immer nur einige, ich glaube 50 von ein paar hundert. Ob das diesen, die einem dann begegnen, ist fraglich, zumal so eine Impfung auch ein Eingriff ist, der durchaus diskutabel ist. Aber dazu verweise ich auf mein Impfvideo. Es kann auf jeden Fall im Gegensatz zu einer stark dogmatischen Einstellung der Impfgegner gut sein, dem Körper immer mal etwas Ungesundes vor den Latz zu knallen. Das möchte ich an der Stelle ganz explizit mal erwähnen. Daher sind Erkältungen zum Beispiel auch gerade in den ersten Lebensjahren ungemein wichtig und eine natürliche Impfung. Das Immunsystem reift dadurch. Ihr kennt sicher die Geschichten von den Schlangenbeschwörern, die schon so oft von einer Schlange gebissen worden sind, dass sie immun geworden sind. Oder die Ayahuasca-Schamanen, die mit solch hohen Dosen arbeiten, wo andere Menschen sterben. Und ihr kennt die Antibiotika, die zum Beispiel in einigen Husten-Lutschbonbons enthalten sind. Siehe dazu auch mein Video. Diese sorgen quasi umgekehrt dafür, dass Krankheitserreger in euren Körper sich mit diesen kleinen Dosen Resistenzen gegen Antibiotika aufbauen können. Lutschbonbons. Furchtbar. Unbedingt schauen. Es gibt ein paar Lutschbonbons, das ist immer noch drin. Unglaublich. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Kleine Dosis, Anpassungsreaktion. Daher meine Empfehlung, wenn ihr euch fit fühlt, dann impft euch natürlich, wo es nur geht. Wascht nicht alles so perfekt ab, was aus Mutter Natur kommt. Lasst euren Luftreiniger nicht den ganzen Tag laufen, sondern schaltet ihn hin und wieder nur mal ein und dann auch wieder aus. Generell bewegt euch viel draußen und geht in den Kontakt mit der Natur. Und ja, auch eine Erkältung ist etwas Positives für dich. Ne? Es bringt dich nicht um, sondern es stärkt dein Immunsystem. Versuch das auch mal so anzunehmen. Ne? Und zieh da nicht so eine Fleppe, nur weil du mal Husten oder Schnupfen hast. Aber ich kann verstehen, dass man eventuell Angst davor hat, es könnte ja eine Grippe sein. Aber dafür möchte ich dir jetzt 9 klare Unterschiede zwischen Erkältung und Grippeviren aufzeigen. Das beginnt erstens beim Erkrankungsbeginn. Bei einer Erkältung kommt es zu einer langsamen Verschlechterung und man spürt so, mir geht's jetzt nicht gut. Eine Grippe, die macht BÄM und die schlägt zu wie ein Laster. Man kann sich den Grippevirus wie so eine Eiweißkugel vorstellen, die sich in den Rachen an eine Körperzelle anpoppt und dann ihre Erbinformation schwallartig in den Körper einschleust. Und dort beginnt dann jeweils in den Zellen, die wieder von den Viren befallen sind, die Produktion von neuen Viren. Und diese schwärmen dann wieder, auch wieder schwallartig im Körper aus. Und das geht total schnell. Jeder, der schon mal eine Grippe gehabt hat, der weiß Bescheid, wie schnell und wie intensiv das geht. Ich habe übrigens Anfang 2010 die Schweinegrippe überlebt und kann nur sagen, Erkältung und Grippe, das ist eine ganz unterschiedliche Liga. Das ist nicht mal dieselbe Sportart. Der zweite große Unterschied, das sind die Kopfschmerzen. Wenn man erkältet ist, dann ist der Schmerz eher so dumpf im Kopf. Bei einer Grippe, da ist dieser Schmerz ganz klar stechend und viel stärker. Ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Drittens, wenn du niest, dann hast du wahrscheinlich keine Grippe. Und da ist auch keine Grippe im Anmarsch. Denn häufiges Niesen, das ist ein ganz klares Merkmal für eine Erkältung. So ein Ding, also das sind so einfache Dinge, ne? Und damit kann man sich die Angst nehmen. Das vierte ist das Fieber. Grippe ist immer mit starkem Fieber assoziiert, eine Erkältung nicht.
vor 4 Jahren hatte ich einmal 41,5 Grad Fieber und ja, meine zweite starke Grippe der letzten Jahre. Und legendär sind ja dann meine Videos, wo ich dann halb noch im Delirium mit dir in einem Video geredet habe. Müsst ihr euch mal selber raussuchen. Kurioserweise hatte ich keine Grippe mehr, seitdem ich barfuß laufe und mich abhatte und mehr friere. Korrelation oder Kausalität? Man weiß es nicht. Die Wahrscheinlichkeit, einer Grippe besser entgegenzutreten, erhöht sich zumindest aus meiner Auffassung auf jeden Fall, wenn man sich abhärtet und sein Immunsystem stärkt. Und mit einer gesunden Ernährung macht man auch nichts falsch. Das 5. ist Glieder- und Muskelschmerzen. Bei Erkältung sind sie sehr selten, bei Fieber hat man sehr häufig das. 6. ist auch die Müdigkeit, die Art der Müdigkeit. Bei einer Erkältung ist man sowas abgeschlagen. Bei einer Grippe, da sinkt man direkt dahin, wie als hätte man so Blei im Körper, gepaart mit Appetitlosigkeit und Kreislaufbeschwerden. Und das kann bis zu 3 Wochen dauern. Ganz andere liegen. Naja, und der 7. und der wichtigste Unterschied, Tödlichkeit. Wenn du gestorben bist, dann war es ziemlich sicher eine Grippe. Aber ja, das brauchst du dann nur noch, um ja, das ins Formular vom Himmelstor vielleicht einzutragen. Am Ende möchte ich noch aus meiner Erfahrung dir noch etwas an die Hand geben, was bei Grippe mir persönlich am besten geholfen hat. Das ist zum einen viel, viel trinken. Richtig viel trinken. Also Wasser, Wasser, Wasser. 2. viel Liebe. Und 3. viel frische Luft. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start in die Grippesaison. Wenn du immer die besten, klarsten und neutralsten Informationen auf diesem Planeten willst, dann abonniere Raw Spirit und optimiere dein Leben. Bis zum nächsten Video. Dein Samuel.